So, wir haben also im letzten Unterricht über die fünf Verbotszeiten gesprochen. Awqat und Nahi. Die Zeiten, in denen das Verrichten von freiwilligen Gebeten untersagt ist. Insgesamt sind es fünf. Davon sind zwei lange Zeiten und drei kurze Zeiten. Die erste Verbotszeit, die erste lange Verbotszeit ist diese hier. Vom Fajr bis Sonnenaufgang. Was ist der Fajr? Was ist mit Fajr gemeint? Der Eintritt der Zeit. Der Fajr bedeutet eigentlich einfach sowas wie Morgendämmerung. Diese hält an bis zum Sonnenaufgang. Wann beginnt der Sonnenaufgang? Ja, wenn du ich nenne es jetzt mal die Sichel, ich weiß nicht, ob man es bei der Sonne auch sagt, die Sichel der Sonne siehst. Okay, damit ist die erste Verbotszeit beendet. Unmittelbar danach, ohne Pause, ohne Abstand, beginnt die nächste, die kurze. Sonnenaufgang, also ab dem Sonnenaufgang bis die Sonne im Auge des Betrachters eine Lanzenhöhe erreicht hat. Das heißt, wenn sie so 2, 3 Meter über dem Horizont steht. Die Frage, die wir uns das letzte Mal auch gestellt hatten, warum überhaupt diese Trennung? Warum machen wir daraus zwei Zeiten, wenn es doch sowieso nahtlos, ohne Übergang, ohne Abstand, ohne einen Abstand, wenn sie ineinander verlaufen? Okay, wir kommen nochmal darauf zurück. Wir gehen erstmal weiter. Dann kommt die dritte Zeit. Die dritte Zeit, wenn die Sonne im Zenit steht. Was heißt, die Sonne steht im Zenit? Das heißt, sie hat den Höchststand, Tageshöchststand erreicht. Ist es immer 12 Uhr? Muss nicht immer 12 Uhr sein. Das ist von der geografischen Lage abhängig, wo du gerade bist. So, wenn die Sonne diesen Zenit verlässt, also wenn sie nicht mehr den Höchststand hat, sondern ein wenig Richtung Westen geneigt ist, weil im Osten geht sie auf, im Westen geht sie unter. Das heißt, wenn sie auch im Mittelstand ist, dann muss sie ja so ein bisschen Richtung Westen neigen. Wenn das passiert ist, hört diese Verbotszeit auf und unmittelbar dringt dadurch die Gebetszeit des Dhuhr ein. Wenn das passiert, ist das Salat al-Dhuhr fällig. Dann kommt die vierte Gebetszeit. Hier seht ihr wieder, haben wir ein Paar, weil wir hier wieder einen nahtlosen Übergang haben. Das ist vom Asr-Gebet bis zum Beginn des Sonnenuntergangs. Und das ist eine lange Phase. Das ist eine sehr lange Zeitphase. Okay? Die tatsächliche Länge davon ist auch immer variabel, je nach in welcher Jahreszeit wir uns befinden. Im Sommer ist es natürlich länger, im Winter kürzer. Aber dennoch ist diese Zeitphase relativ gesehen, unabhängig von den Unterschieden in den verschiedenen Jahreszeiten, ist sie lang. Daraufhin folgt unmittelbar, wieder nahtlos, ohne Abstand, ohne Pause, die letzte Verbotsphase, nämlich vom Beginn des Sonnenuntergangs bis zu dem Moment, in dem die Sonne komplett untergegangen ist. Und mit dem Ende dieser Zeit hier beginnt dann das Maghrib. So, jetzt kommen wir zurück auf die Eingangsfrage. Warum haben wir denn überhaupt fünf Zeiten? Man könnte doch einfach drei daraus machen. Nun, der Unterschied ist folgender, das ist ganz simpel. Zu diesen Verbotszeiten ist es grundsätzlich nicht gestattet, freiwillige Gebete zu beten. Es ist nicht gestattet, freiwillige Gebete zu beten, ob sie einen Anlass haben oder nicht. Anlass heißt, dass es in der Scharia diverse Anlässe für dieses Gebet gibt. Kein Anlass heißt ja nie ein Gebet, das du einfach so aus freien Stücken verrichten möchtest. Der Unterschied ist, dass in diesen drei kurzen Zeiten nicht nur das Gebet verboten ist, in denen ist nicht nur das Gebet verboten, sondern auch das Bestatten eines Leichnams. Deswegen, aus diesem Grund haben wir diese Differenzierung gemacht. Ein Unterschied, auf den ich auch letztes Mal hingewiesen habe, es gibt einen Unterschied zwischen Fajr und zwischen Asr. Beim Fajr beginnt das Verbot mit dem Eintritt der Zeit. Beim Asr erst mit dem Beten des Asr. Erst wenn man das Salat al-Asr gebetet hat.